Willkommen zurück. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Remake A Plumber Adventure. Und wir machen direkt weiter mit der dritten Welt der Eiswelt. Und falls ihr die erste und zweite Welt verpasst habt, ich habe auf jeden Fall eine Playlist. Die könnt ihr euch entweder am Ende euch anschauen oder in der verlinkten, also in der Beschreibung, in der Beschreibung anschauen, das wollte ich gerade sagen. Die habe ich natürlich in der Beschreibung mit verlinkt. Also könnt ihr euch dann das komplette Let's Play anschauen, falls auch die übrigen Parts bereits hochgeladen sein sollten oder sind. Je nachdem, wie man es nimmt, ne? Wir machen mit der dritten Welt weiter und die vorherige Welt war eine Wüstenwelt. Das heißt, hier haben wir das komplette Gegenteil. Also darauf bin ich mal gespannt, wie die jetzt sein wird. Was ist das für eine Warp? Let's go! Was ist das für eine Warp-Pipe? Ich glaube, ich weiß es. Oh, mir fällt gerade ein. Cool. Also, das heißt, wir hätten theoretisch gesehen diese Welt komplett skippen können. Coole Sache. Echt coole Sache. Ah, verdammt. So. War jetzt nicht allzu schwer, ne? Okay. Let's go! Wie gut, dass wir jetzt wissen, was jetzt dahinter steckt. Jetzt können wir alle beruhigt schlafen. Hoffe ich zumindest. Ich habe nur zwei Items. Und hier gibt's wieder einen Secret Exit. Sehr schön. Frozen Areas. Let's go! Oh! What I needed. Oh, Pinguine! Oh, das. Ich hätte beinahe die Kugelwillis übersehen. Oh, geil! Der Pokey und auch der Schneemann haben einen Weihnachtshut auf. Finde ich ja genial. Oh, Yoshi ist auch dabei. Ich dachte, Yoshi ist nicht dabei. Yoshi ist auch dabei. Das ist wirklich ein... Ein Fail. Ein großer, dicker, fetter Fail. Komm. Let's go! Siehst du, wird auch gleich mit einer Eisblume belohnt. So. Ich weiß nicht, ob wir den Yoshi brauchen, vielleicht um den Secret Exit zu finden. Natürlich. Hoffentlich war da jetzt kein unsichtbarer Block, weil ansonsten habe ich Pech gehabt. Aber gut. Hier war das. Nee, Quatsch. Also man kann ihn an mehreren Stellen bekommen. Sehr gut. Oh, nein, oh! Tja, PP. PP, persönliches Pech. Und wenn ich aufpasse, habe ich noch größeres... Oh, oh, was? Ja. Ich weiß, warum wir den Yoshi brauchen. Ich glaube, wir hätten da nach oben gemusst. Ah, nein, Quatsch. Hätten wir gar nicht. Oh yeah. Hier ist der Secret Exit. Hier ist der Secret Exit. Okay. Ja, dann ist ja gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann wollen wir nochmal den regulären Exit erreichen. Wir wollen nochmal den regulären Exit erreichen. Den regulären Exit. Der regulären Exit. Und ich war wieder dumm und war dumm. Dumm, 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 dumm.
Habe ich absichtlich gemacht. Ich wollte nur sehen, wie ihr reagiert. Let's go! Ah, verdammt! Du kleiner... Meine geliebte Eisblume! So. Auf jeden Fall den Yoshi behalten. Ja. Komm, hab ich das gesagt? Kriege ich mächtig Ärger. So. Aber die Atmosphäre gefällt mir wirklich sehr. Komme ich da auch irgendwie nach oben? Ja, mit Sicherheit. Ja, hier muss man ein bisschen schlau sein. Bin ich aber nicht. Ich bin nicht mal ein bisschen schlau. Eine Alternative wäre, einen Long Jump durchzuführen, den ich aber nicht kann. Den es auch in diesem Spiel nicht gibt. Nee, vergiss es. Ich bin einfach dumm. Aber egal. Okay. Oh yeah, Mario time. Wie gesagt, bei solchen Blind Jumps bin ich immer skeptisch. Aber wie gesagt, diese Entwickler wollen das. Die wollen mich fertig machen. Let's go! Buzzy House. Ja, das kennen wir schon. Das ist übrigens der Buzzy Gesandte. Der sieht ein bisschen komisch aus. Hat irgendwie Kleidung? Oder ist das ein erwachsener Buzzy? Das kann auch sein. Heißt das für Kinder? Das habt ihr gerade nicht gehört. Let's go! Das war unglücklich ausgedrückt. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. In Gedenken an die Buzzy Beatles. Mehr möchte ich nicht mehr dazu sagen. Aber ganz ehrlich, der Blooper hier sieht so ein bisschen aus wie ein... Ja, wie soll man sagen? Wie soll ich es ausdrücken? Wie ein männlicher Schlagstock. Genau. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Er sieht aus wie ein männlicher Schlagstock. Hautfarben. Verdammt, nein, Ober! Das kommt davon, wenn man Sachen redet, die nicht YouTube-freundlich sind. Ah, nee. Let's go! A Night Battle, kein Wunder. Ein ewiger Kampf in der Nacht. Das sei ich euch. So. Lästige Gegner müssen auf jeden Fall beseitigt werden und... Die sind jetzt beseitigt. Aber ein Power-Up kriege ich trotzdem nicht. Warum denn auch? Wow! Also... Mit so einer Begrüßung habe ich ja gar nicht gerechnet. Kein Power-Up. Immer noch nicht. Und aus irgendeinem Grund fühle ich mich oben hier sicherer. Ich weiß nicht warum. Okay. Gut, okay, geschafft. Oh yeah, Mario time! Hey, dafür, dass ich jetzt diese Welt blind spiele, mache ich mich gar nicht mal so schlecht. Let's go! Ich versuche mich zu konzentrieren, aber bei meinem ADS oder ADHS, was auch immer ich habe, wird es nicht klappen. Das ist Kunst, das ist wahre Kunst. Jeder, der das Gegenteil behauptet, der lügt. Let's go! The Snow-Covered Dingsbums, habe ich halt gerade nicht gelesen. Ich wollte unbedingt ins Geschehen einsteigen. That's what I needed. Yeah.
Oh, verdammt! Das kann ich doch nicht. Das kann ich doch nicht wissen. Oh, wow. Ja, ist jetzt so. Oh, no! Das erinnert mich immer mehr an Mario Maker, ohne Scheiß. Diese Level erreichen langsam Mario Maker-Niveau. Kann mir keiner sagen, dass man das voraussehen kann. Aber mittlerweile. Dieser Giftpilz, ne? Wo du instinktiv denkst, ah, ich bin klein, ich muss unbedingt jetzt dieses Power-Up nehmen. Und dann kriegst du sowas. Ja, das ist natürlich sehr günstig mit dem Poki. So. Nee. So läuft das nicht. Aha, okay, das war schon. Okay. Kurz und schmerzhaft. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Geht vollkommen in Ordnung. Oh Gott. So. The big snow-covered trees, okay. Let's go! Die großen Bäume, die von Schnee bedeckt sind. What I needed. Alter! Nein, hör auf! Oh, anleben. Dass ich auch gerade jetzt frisch wieder verloren habe. Das ist gut. Das ist toll. Dangerous Frozen Waters. Ich muss mal die Titel lesen. Die gefährlichen, gefrorenen Gewässer. Das ist nicht euer Ernst! Alter, das ist Hardcore! Na gut, es ist ein bisschen übertrieben mit Hardcore, aber... Ja, selber schuld. Dummheit! Dummheit wird bestraft. Dummheit wird bestraft. Let's go! Ich kann ja auch das Tempo herausnehmen. Die Frage ist, ist das förderlich? Für so ein Level wie dieses. Yo! Habe ich noch ein Power-Up? Okay. Hervorragend. Was ist das denn für eine Stinkmurchel? Was war das denn gerade für eine Stinkmorchel? Nein, no. Also die Level werden immer krasser, aber immerhin, sie sind nicht unmöglich. Die sind machbar. Okay, da kann man durch. Ich dachte, man kann jetzt nicht da... Okay. Das ist... Diese Röhren sind nur Deko. Diese Röhren sind nur Deko. Das ist alles gut. Das hat alles seine Richtigkeit. Okay. Das ist gut. Exzellente. Okay. Geschafft. Oh yeah, Mario time. Es hört sich nicht an, im Hintergrund übrigens so nebenbei erwähnt, es hört sich nicht an wie Schnee, sondern Regen oder Schneesturm. Oh, ich sehe schon. Giftiger Wald, Leute.
Oh nein, kein Auto scrollen. Nein, 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 nein. Und ich habe schon wieder nicht auf den Titel geachtet. Wessen Schloss ist das? Ich lasse mich jetzt überraschen. Ah, ich verstehe, was das ist. Oh, diese Rätsel, ne? Ist wahrscheinlich falsch. What the heck? Aber das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja, gut. Keine Chance. Oh, no, oh. Diese Form, ist das nicht von The Lost Levels? Ist das nicht von The Lost Levels? Just what I needed. Ich glaube schon, ne? Na? Okay. Ich hasse diese Trollböcke, ja? Ich meine, da war eine. Es ist gut zu wissen, dass jetzt eine Feuerblume da war, aber das bringt mir null. Okay. Sehr schön. Sicher ist sicher. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber das war's. Ungewollt war das richtig. Unbewusst. Das habe ich meinen nicht vorhandenen Intellekt zu verdanken. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Keine Ahnung. Dieser Weg sieht mir gefährlich aus, er muss richtig sein. Nein, ist er nicht. Das war die Mitte. Ich muss es nochmal anfangen. Oh no! Es wird immer schwieriger, ne? Let's go! Ich glaube, das war die Mitte. Ja, die Mitte war das. Die anderen hatten, glaube ich, sowieso. Das waren Sackgassen. Okay, hier hat man zumindest noch eine Chance, nach oben zu springen. Das heißt, dieser Weg würde theoretisch gesehen auch gehen. Aber die Mitte ist da am sichersten und hier ist schon der. So, wer ist es diesmal? Es ist Lemmy! Der Geist ist krank. Das ist mir so ein bisschen zu viel random. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich muss ihn treffen. Aber das schaffe ich nicht. Oh, das war jetzt pures Glück. Das war pures Glück, Leute. Yes! Ja! Aber das Glück war auf meiner Seite. Gott sei Dank. Speichern! Auf jeden Fall. Weil ich will das nicht nochmal machen. Und mir fällt übrigens gerade auf, die Bäume gucken irgendwie so ein bisschen verärgert. Zumindest scheint mir das so. Aber vielleicht liege ich da komplett falsch. Weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist auf jeden Fall, es wird schwieriger. Aber trotzdem ist es alles machbar. Das finde ich gut. Das Spiel ist bisher zwar
jetzt wird das langsam fordernder, aber es ist immer noch fair genug zumindest. Also es steigt jetzt nicht exponentiell, es steigt langsam, aber stetig, finde ich gut. Und ich gehe davon aus, dass das Wald hier auf jeden Fall schwieriger wird. Aber es ist ja auch kein... da muss man auch nicht großartig intelligent sein, um das zu wissen. Denke ich mal, ne? Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Part auf jeden Fall weiter. Und ich würde mich an dieser Stelle wirklich super duper darüber freuen, wenn ihr mich mit dem Daumen nach oben unterstützen könntet, diesen Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit auch gar keinen weiteren Part von Super Mario Bros. Remake The A Plumber Adventure, glaube ich, heißt es. Immer dieser Name, ne? Damit ihr das nicht verpasst, ne? Und falls ihr die vorangegangenen Parts verpasst habt, ich habe auf jeden Fall eine Playlist, die könnt ihr euch anschauen, entweder am Ende des Videos oder in der Beschreibung des in der Videobeschreibung, genau, und könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen und vielleicht sind bereits die neuen Parts auch oder das komplette Let's Play schon hochgeladen, wer weiß das schon, ich weiß ja nicht, zu welchem Zeitpunkt ihr euch das anschaut, wann auch immer ihr euch das anschaut, ihr seid natürlich herzlich willkommen an dieser Stelle, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, danke fürs Zuschauen, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, in diesem Sinne, macht's gut und auf Wiedersehen, ciao.